Hallo Freunde und grüß Gott und herzlich willkommen zurück hier wieder bei unserer Closure-Geschichte im Moment. Wir haben ja in der letzten Lesson damit angefangen, haben die Closures mal grundsätzlich kennengelernt, haben gesehen, was sind Closures überhaupt und wie deklariert man die und wie benutzt man die. Und da setzen wir auch in dieser Lesson an. Ich mache das wirklich eher langsam, so peu à peu. Deswegen ist der Fokus in dieser Lesson auch schlicht und ergreifend der, Closures als Parameter von Funktionen zu verwenden. Ich mache dafür deshalb eine eigene Lesson, weil das Einsatzgebiet von Closures ist, das sehr, 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 sehr häufig verwendet wird und wo es sehr viele Besonderheiten gibt. Nur diese Besonderheiten möchte ich wirklich dann peu à peu pro Lesson behandeln, um da einen entsprechenden Fokus drauf zu richten und wirklich das im Detail zu zeigen und nicht mal so nebenbei durchzuwuscheln. Ja, da kommen zwar dann einige Lessons zusammen, das ist aber auch okay, weil das sind einfach auch viele interessante Aspekte und es ist gut und wichtig, dass man einfach darüber Bescheid weiß. Ja, um jetzt überhaupt mal zu verstehen, was für ein Problem Closures lösen können, wenn sie als Parameter von Funktionen verwendet werden, möchte ich mal ein ganz einfaches Beispiel zeigen. Und zwar, wer meine Lessons verfolgt, der weiß ja, dass ich sehr gerne, gerade wie wir jetzt die ganzen Funktionen besprochen haben, sehr gerne mit diesen beiden Interjet-Zahlen arbeite. 19 und 99. Warum, sage ich nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber wir haben ja damit verschiedene Dinge gemacht. Wir haben die Addition gemacht, wir haben die Subtraktion gemacht, Multiplikation und so weiter und so fort. Also verschiedenste Berechnungen mit diesen Zahlen. Und jetzt wäre es eigentlich mal, nach all dem, was wir gemacht haben, ganz cool, anstatt immer verschiedene Funktionen zu schreiben und denen dann diese beiden Zahlen zu geben, umgekehrt zu sagen, ah ja, okay, pass auf, ich stelle diese beiden Zahlen bereit, was mit denen gemacht wird, das soll dann dynamisch entschieden werden. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel eine Funktion basteln, in der diese beiden Zahlen, 19 und 99, fest deklariert sind und wenn man diese Funktion aufruft, muss man angeben, was mit diesen Zahlen geschehen soll. Und genau da kommen Closures ins Spiel. Denn, wenn ich habe ja gesagt, man muss angeben, was mit diesen Zahlen geschehen soll, das bedeutet, man muss ja irgendeine Logik ausführen. Zum Beispiel eine Addition, eine Multiplikation, was auch immer. Ja, das heißt, das ist Code, das ist eine Funktion, die muss man irgendwie übergeben. Und das bietet sich an, das Ganze dann eben als Closure zu tun. Das bedeutet, ich habe also eine Funktion, die als Parameter ein Closure erwartet und diesem Closure übergibt dann die Funktion die beiden Zahlen. Und abhängig davon, was dieses Closure dann tut, Addition, Subtraktion und so weiter und so fort, erhält man eben ein ganz unterschiedliches Ergebnis, immer auf Basis dieser Zahlen. Das klingt vielleicht alles gerade noch ein bisschen abstrakt. Wir werden es einfach mal angehen und dann, ich werde auch noch mal währenddessen immer öfter mal erläutern, was da jetzt genau passiert, dann wird hoffentlich alles ein bisschen klarer. Deswegen fangen wir mal an mit dieser Funktion, von der ich gesprochen habe. Ja, ich will jetzt eine Funktion, die diese beiden Zahlen zur Grundlage nimmt und die sozusagen immer diese beiden Zahlen nimmt, um damit verschiedene Dinge zu tun. Welche? Das hängt davon ab, welchen Parameter man der Funktion übergibt. Das heißt, ich nenne die einfach mal die Funktion Calculation with 19 and 99. Das sagt schon sehr klar, okay, es geht hier um eine Kalkulation mit diesen beiden Zahlen. Die gibt die Funktion vor. Um den Parameter kümmere ich mich gleich. Den gucken wir uns gleich an. Ich mache mal zunächst noch andere Dinge in dieser Methode, nämlich zum einen den Rückgabewert. Normalerweise würde ich hier mit Integern arbeiten. Aber da es ja auch sein kann, dass wir zum Beispiel diese beiden Zahlen für eine Division verwenden und wir dann schnell in den Bereich der Fließkommazahlen kommen, arbeite ich hier komplett mit Double. Das jetzt einfach nur schon mal von herausgeschickt. Also bei allem, was wir jetzt in der Lesson machen, verwende ich Double als Typ. Einfach, weil man nicht weiß, was mit den Zahlen passiert. Und wenn eine Division stattfindet oder sonst irgendwelche lustigen Sachen, dann soll das Ganze darauf vorbereitet sein. Darum geht's. So, und deswegen genau. Sage ich jetzt hier zum einen schon mal, okay, egal, was jetzt in dieser Funktion mit den Zahlen 19 und 99 geschieht, das Ergebnis soll als Double zurückgeliefert werden. So, gut. Wir haben jetzt gesehen, ich schreibe das einfach mal hin, nicht wundern, ich mache das mal als Kommentar. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Lesson, hatten wir ein Closure erstellt, das nannte sich Addition Closure. Ich greife das jetzt hier an der Stelle einfach mal auf. Das Closure hat eine ganz einfache Funktion, das hat zwei Parameter entgegengenommen und die addiert. So, und was ich jetzt machen möchte und worauf das Ganze hinausläuft ist, ich möchte in dieser Funktion ein Closure aufrufen, das mir als Parameter übergeben wird, und diesem Closure einfach fest die Zahlen 19 und 99 übergeben. Das hat zur Folge,
Man kann diese Funktion aufrufen, gibt ein Closure rein, das mit zwei Double-Parametern arbeiten kann. Das ist dann wichtig, damit man das Closure eben aufrufen kann, um diese beiden Zahlen zu übergeben. Wie gesagt, normalerweise Integer, aber in diesem Fall arbeite ich mit Double. Und dann, wenn diese Funktion aufgerufen wird, passieren immer andere Dinge mit diesen Zahlen, abhängig davon, was das Closure, was wir hier übergeben, tut. Klingt jetzt vielleicht immer noch ein bisschen kryptisch, deswegen gehen wir es einfach mal an. Und zwar definiere ich jetzt zunächst einmal einfach einen Closure-Parameter. So, wie ein Closure aussieht, das haben wir ja schon gesehen, wie man das Ganze schreibt, wie man es aufbaut. Und wir haben auch gesehen, dass ein Closure einem Function-Type entspricht. Function-Types kennen wir ja schon. Das heißt, ich mache jetzt mal einen Parameter. Ich nenne den UsingClosure als ArgumentLabel, um das eben beim Aufrufen der Methode passend anzugeben, und Closure als ParameterName. Und jetzt geht es um den Typ. So, was macht dieses Closure? Es bekommt zwei Zahlen. Wie gesagt, normalerweise würde ich Integer nehmen, in diesem Fall Double, als Parameter. Das heißt, das müssen wir bei diesem Function-Type als allererstes mal angeben, die Parameter. Zwei Zahlen vom Typ Double. Ich kenne die innerhalb dieser Funktion. Ich werde immer 19 und 99 übergeben. Aber das Closure, das wir hier aufrufen, muss natürlich diese Zahlen entgegennehmen können. Deswegen brauche ich die beiden Parameter. Und wir wollen ja auch das Ergebnis dieses Closures, was auch immer das tut, wollen wir ja auch in der Funktion dann am Ende zurückgeben. Das bedeutet, das Closure selbst muss uns das Ergebnis seiner Operation, wie auch immer die ausschaut, zurückgeben. Ja, Closure-Quatsch. So, Double. Ja, indem wir sagen, okay, dieses Closure, was wir übergeben, muss zwei Werte vom Typ Double entgegennehmen können und muss als Ergebnis ein Double zurückliefern. Das ist der Parameter. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen verwirrend aus. Deswegen möchte ich mir da, wie gesagt, auch die Zeit für nehmen. Ja, das hier ist eben unser Parameter, unser Closure. Das wird hier mit diesem Typ deklariert. Das ist der Typ für dieses Closure, der Function Type. Und das ist dann der Rückgabewert der eigentlichen Funktion Calculation with 19 and 99 using Closure. Und jetzt bedeutet das, okay, ich kann also innerhalb dieser Funktion diesen Parameter nutzen. Das heißt, ich kann hier also dieses Closure aufrufen. Wir sehen auch schon hier genau die Deklaration. Das Closure erwartet zwei Werte vom Typ Double und liefert ein Double zurück. Das heißt, ich kann das hier entsprechend aufrufen, kann die beiden Parameter übergeben. Ich habe ja gesagt, in der Funktion weiß ich, ich will immer fest die Zahlen 19 und 99 übergeben. Und wir wissen ja, das Ganze liefert ein Double zurück. Die Funktion selbst soll auch ein Double zurückliefern. Das heißt, man kann einfach sagen, okay, das Ergebnis dieses Closures soll auch die Funktion zurückliefern. Und damit haben wir die hier entsprechend implementiert. So, ich muss gerade mal gucken. Der Playground rödelt sich, glaube ich, gerade wieder zu Tode. Nein. Oder? Man weiß es nicht. Er rödelt noch, aber der Fehler ist weg. Vielleicht schafft er es ja noch. Wir werden sehen. Das ist mal so der grundsätzliche Aufbau. Es ist eine andere Herangehensweise. Bis jetzt haben wir immer Funktionen erstellt. Zum Beispiel eine Addition oder Multiplikation oder was auch immer, und haben diese beiden Zahlen reingegeben. Jetzt geben wir diese Zahlen fest vor und geben die Logik ganz dynamisch rein. So, ich muss noch echt mal gucken. Das bringt dir gerade wieder nichts, glaube ich. Also ein bisschen ätzend, aber ich schieße gerade mal Xcode komplett ab. Sekunde, Freunde. Und mach's noch mal auf in der Hoffnung, hupala, dass es jetzt wieder läuft. Dann trinke ich gerade mal ein Schlückchen. So, gucken wir erstmal, dass das soweit sitzt. Und ich hoffe natürlich, dass das soweit einigermaßen verständlich ist, was wir hier tun. Das wäre schön. Ansonsten, ja, lichtet sich der Schleier vielleicht auch bei dem, was wir jetzt noch so machen. Den nehme ich eigentlich auf. Ja, sieht gut aus. So, jetzt warte ich nur mal kurz, bevor ich hier weitermache, dass der jetzt hier wirklich rödelt. Ja, sieht gut aus. Ready, alles klar, wir können weitermachen, Freunde. Gut. Das soll jetzt erst einmal der Rumpf dieser Funktion sein. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Mache hier noch ein bisschen Platz. Und den Kommentar hier kann ich auch mal wegmachen. So, aufgeräumt. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und mache noch mal das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, nämlich das Erstellen eines Closures. Ich fange damit an, indem ich ein Additionsclosure erstelle, ganz ähnlich wie das aus der letzten Lesson, nur mit dem Unterschied, dass es diesmal statt mit Integern mit Double arbeitet, weil das brauchen wir ja an der Stelle. Das heißt, ich mache hier mal ein Closure, ich nenne es, oder eine Konstante erst einmal, Entschuldigung, eine Konstante, die nenne ich AdditionClosure und weise der, Entschuldigung, ein Closure zu. Wir haben ja gesehen, wie das geht. Ups, geschweifte Klammer auf. Dann die Parameter, die dieses Closure hat. Da sage ich hier einmal FirstValue,
diesmal vom Typ Double und einen Parameter Second Value, auch vom Typ Double. Wir geben den Rückgabewert an, beziehungsweise den Typ des Rückgabewerts. Soll ein Double sein, denn genau das brauchen wir ja hier. Das müssen wir erfüllen, diesen Typ, um ein solches Closure hier reingeben zu können. Das haben wir jetzt schon mal getan. So, um jetzt zu sagen, was dieses Closure tut, müssen wir dann das Schlüsselwort insetzen. So, gefolgt von der eigentlichen Logik für dieses Closure, das ist in dem Fall recht simpel. Es soll einfach das Ergebnis der Addition von First Value und Second Value zurückgeben. Das Ganze wird dann noch mit geschlossener, geschweifter Klammer beendet und wir sind ready to go. Ja, damit können wir jetzt arbeiten. Das ist im Endeffekt genau das, was wir in der letzten Lesson auch gemacht haben. Genau dasselbe Closure, nur mit dem Unterschied eben, dass hier der Typ Double ist. Ansonsten macht es genau dasselbe. Was bedeutet das Ganze jetzt? Jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, pass auf, ich mache mal eine Variable Result und jetzt will ich diese Funktion aufrufen, Calculation with 19 and 99, weil ich weiß, okay, hier wird eben fest mit den Zahlen 19 und 99 gearbeitet und gebe als Parameter den Wert dieser Konstanten rein, was hier auf dieses Closure verweist. Das heißt, ich sage jetzt, okay, pass auf, ich rufe hier Calculation with 19 and 99 using Closure auf. Wir sehen, hier müssen wir einen Parameter vom Typ Double Double Rückgabewert Double übergeben. Das haben wir hier definiert. Addition Closure entspricht genau diesem Typ. Das heißt, das geben wir hier rein. So, warten kurz und sehen jetzt tatsächlich, Result hat den Wert 118, was eben genau dem entspricht, was wir erwartet haben. Jetzt werden nämlich 19 und 99 addiert. Was genau ist da jetzt passiert, um sich mal Schritt für Schritt anzugucken? Ja, wie gesagt, manche langweilen sich vielleicht, aber ich will mir da wirklich Zeit nehmen, das zu erklären. Zunächst einmal sagen wir hier, wir rufen die Funktion Calculation with 19 and 99 auf und übergeben ein Closure. Was für ein Closure? Dieses Ding hier. Ja, das übergeben wir als Parameter. Und dieses Closure sagt, okay, pass auf, wenn du mich aufrufst, ja, wenn du dieses Closure ausführst, musst du zwei Parameter übergeben und bekommst als Ergebnis die Addition dieser Parameter. So, innerhalb dieser Funktion, die wir aufgerufen haben und wo wir dieses Closure übergeben haben, rufen wir genau dieses Closure auf. Ja, also dieser Befehl, Closure, verweist auf genau dieses Ding hier. Denn das haben wir übergeben. Das ist das, was dem Parameter entspricht, den wir hier setzen. Dem übergeben wir 19 und 99. Das wird also hier für die beiden Parameter genommen. First Value ist 19, Second Value ist 99. Er führt diesen Befehl aus. First Value plus Second Value, 19 plus 99 und gibt das zurück. Wir geben das Ergebnis dieses Closures zurück, 118, und weisen das dieser Variablen zu. Das ist jetzt hier passiert. Und warum das so interessant ist, kann ich einfach mal zeigen, wenn wir einen Schritt weitergehen. Wir machen jetzt noch ein anderes Closure, was diese beiden Werte miteinander subtrahiert. Das heißt, so, wir machen ein Subtraction Closure. Ist wieder von der Deklaration her genau dieselbe Closure-Deklaration, wie wir es hier gemacht haben. Ja, das heißt, wir erweisen dieser Konstanten ein Closure zu, das zwei Parameter vom Typ Double entgegennimmt. Ich nenne die auch wieder gleich, die Parameter First Value und Second Value. So, das Closure gibt wieder ein Ergebnis zurück als Double. So, und diesmal, oh, nicht Infinity, in so. Und diesmal ist aber das Ergebnis nicht First Value plus Second Value, sondern, ups, na, oh, es ist gerade wieder etwas langsam, First Value minus Second Value. Ja, diesmal haben wir hier, führen wir also eine andere Berechnung mit den beiden übergebenen Zahlen aus, schließen das Ganze ab, ja, haben also jetzt ein zweites Closure erstellt, das ist auch vom Typ Double, Double, Rückgabetyp Double. Und das bedeutet, wir können also die Funktion Calculation with 19 and 99 nun auch mit diesem Closure als Parameter aufrufen. Das machen wir mal. Ich nehme wieder meine bereits deklarierte Variable Result und weise der nun das Ergebnis des Aufrufs Calculation with 19 and 99 using Closure Subtraction Closure zu. So, wir übergeben also jetzt dieses Closure. Wir sehen, der Typ passt wieder. Zwei Parameter vom Typ Double, Rückgabetyp Double. Genau das müssen wir hier als Closure übergeben. Und was jetzt passiert ist, wieder das gleiche Spielchen, wir rufen diese Funktion auf, übergeben ein Closure, diesmal das Subtraction Closure, also das hier, das ist das Closure.
Das rufen wir innerhalb der Funktion auf mit den festen Werten 19 und 99. Das heißt, First Value ist 19, Second Value ist 99. Und diesmal wird eben 19 minus 99 gerechnet. Das wird als Ergebnis zurückgegeben. Die Funktion wiederum gibt das an seinen Aufrufer zurück. Und das bedeutet jetzt, Result ist minus 80. Und das ist eben das Interessante. Jetzt sehen wir schon mal den Unterschied. Wir beim Aufruf dieser Funktion geben wir nicht mehr die Zahlen an, mit denen wir arbeiten wollen. Die sind intern in dieser Funktion. Also nur die Funktion weiß, mit welchen Zahlen sie rechnet. Aber was mit diesen Zahlen gemacht wird, das bestimmt eben das jeweilige Closure, das wir hier reingeben. Das ist hier der zentrale Unterschied. Und das bedeutet, hier haben wir zunächst ein Closure reingegeben, was einfach die Zahlen miteinander multipliziert. Addiert, Entschuldigung. Und hier haben wir dann ein Closure reingegeben, was die Zahlen eben miteinander subtrahiert und haben jeweils ein anderes Ergebnis bekommen. Und das heißt eben, wir haben an keiner dieser Stellen fest mit den Zahlen 19 oder 99 gearbeitet, sondern wir haben einfach nur die Logik reingegeben und gesagt, was mit diesen Zahlen geschehen soll. Wir können zum Beispiel auch hergehen, und ein ganz anderes Closure machen. Ich nenne das mal Another Closure. So. Wir erstellen ein Closure, wie wir es inzwischen kennen. Inzwischen ist es ja ganz gut drin. Parameter müssen wieder zwei vom Typ Double sein. Ich benenne die mal wieder genau gleich. Und es muss natürlich ein Double zurückgegeben werden, damit es in unsere Funktion reinpasst. Und jetzt sage ich zum Beispiel mal einfach, okay, pass auf, gib mir doch das Ergebnis zurück von First Value mal 3 plus Second Value mal 10. So. Einfach mal was komplett anderes, Abstraktes, hat jetzt auch keinen Sinn, es soll einfach nur so zu Vorführungszwecken dienen, ja, dass wir jetzt hier eine Funktion haben, die den ersten Wert mit 3 multipliziert, den zweiten mit 10 und das dann miteinander addiert. Und das können wir natürlich jetzt auch wieder auf unsere Funktion Calculation, Result ist gleich Calculation with 19 and 99 anwenden, weil der Function Type hier ist genau derselbe, das heißt, wir können auch Another Closure reingeben. Ich werde jetzt nicht nachrechnen, ob das stimmt. Wir bekommen hier 1047. Ich gehe davon aus, dass das passt. Aber auch hier wieder, wir geben niemals diese Zahl 19 und 99 durch. Das ist eben eine Interna von dieser Funktion. Da könnten auch dynamisch ganz andere Zahlen ermittelt werden. Ja, je nachdem, was da eben für eine Funktion letzten Endes hinten dran steht. Und wir bestimmen beim Aufruf einfach nur, was mit diesen Zahlen passieren soll. Ganz egal, was da reingegeben wird, wir sagen nur, wie mit diesen Zahlen verfahren werden soll und können da eben alles Mögliche machen. Und das haben wir jetzt eben hier gesehen. Wir haben das Ergebnis dieser Funktion einfach dadurch beeinflusst, indem wir jeweils ein anderes Closure reingegeben haben und so den Umgang mit diesen beiden fest vorgegebenen Zahlen geändert haben. Ja. Das haben wir jetzt mal ganz grundlegend gesehen. Wie gesagt, es gibt da noch ein paar Besonderheiten im Umgang mit Funktionen und wie man eben ja auch mit Closures als Funktionsparameter arbeitet. Da werden wir uns in den nächsten Lessons das Ganze genauer anschauen. Was ich zum Schluss mal noch zeigen möchte, auch um vielleicht so das Verständnis noch ein bisschen dafür zu festigen. Wir haben jetzt jedes Mal an dieser Stelle erst ein Closure erstellt und einer Konstanten zugewiesen und das dann als Parameter gesetzt. Natürlich kann man das auch in einen Schritt zusammenfassen. Also zum Beispiel, wir haben ja auch Funktionen gesehen. Wir haben ja eine Funktion schon vor längerer Zeit Addition gemacht, wo wir gesagt haben, okay, es gibt zwei Parameter und die haben wir direkt beim Aufruf in diese Funktion reingegeben. Wir haben nicht vorher erst Konstanten erstellt mit den passenden Werten und dann die Konstanten übergeben, sondern direkt beim Funktionsaufruf für die Parameter die passenden Werte gesetzt. Und das können wir natürlich auch an der Stelle machen. Ich mache gerade mal ein bisschen Platz. Das hier unten vergessen wir gerade mal alles und konzentrieren uns auf dieses erste Beispiel. Ich rufe ja hier Calculation with 19 and 99 using Closure auf und gebe hier Addition Closure rein. Also den Wert, den ich dieser Konstanten zugewiesen habe, sprich alles nach dem Zuweisungsoperator ist gleich. Und das heißt, natürlich kann ich auch hergehen. Ich kopiere mir mal das Ganze, wie gesagt, nach dem Gleichheitszeichen, also das Closure beginnend mit der geöffneten geschweiften Klammer und endend mit der geschlossenen geschweiften Klammer und kann das hier als Parameter setzen. Ja, also anstatt dieser Konstanten kann ich auch direkt hier dieses Closure so reingeben. Ich mache jetzt auch mal die Konstante weg. Und wir sehen, das wird weiterhin ausgeführt. Ja, das, was hier drin steht, wird weiterhin so durchgeführt und so sparen wir uns diese Konstante. Wir sehen auch von der Syntax her, wenn man es Schritt für Schritt durchgeht, ist es vollkommen sinnig. Calculation with 19 and 99 ist der Name unserer Funktion. Die erwartet einen Parameter mit dem Argument Label using Closure, Doppelpunkt. Kennen wir alles schon, dann müssen wir den Parameter setzen. Das ist in diesem Fall ein Closure.
Das Closure geht bis hierhin, ja. Und dann wird noch die Parameterliste geschlossen. Ja, also diese geschlossene runde Klammer brauchen wir weiterhin, weil die schließt diese Parameterübersicht ab. Ja, ist zwar jetzt verschachtelt und ist jetzt mehrzeilig, aber ist weiterhin eben einfach ein kompletter Funktionsaufruf, wo wir die Parameter direkt reingegeben haben. Und würde diese Funktion noch weitere Parameter besitzen, kann ich ja mal spaßeshalber machen, zum Beispiel noch einen Testparameter vom Typ String, dann würde der hier endet ja der erste Parameter, ne, der Closure ist der erste Parameter, der endet hier, zack, dann würde der hier noch entsprechend kommen. Das Schöne an dieser Form des Verwendens eines Closures als Funktionsparameter ist, dass man nun direkt beim Aufruf der Funktion auch dieses Closure konfigurieren kann. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch direkt hergehen, einfach die Operation ändern, die ich in diesem Closure durchführen möchte, und sofort habe ich den ganzen Code angepasst. Ja, das geht dann eben... Entschuldigung. und das Ganze wird jetzt entsprechend durchgeführt. Jetzt haben wir hier die minus 80 stehen. Und haben hier also jetzt ein anderes Ergebnis, einfach indem wir direkt hier diesen Parameter, den wir gesetzt haben, geändert haben. Ja, das war es dann tatsächlich auch für diese Lesson. Das war jetzt doch auch wieder ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Aber wie gesagt, möchte mir da einfach Zeit nehmen. Und ich persönlich finde das teilweise ein bisschen schwer zu erklären. Ich hoffe, das hat ganz gut geklappt. In den nächsten Lessons werden wir darauf noch ein bisschen aufbauen. Da wird es, wenn ich es richtig weiß, schwerpunktmäßig wirklich um diese Verwendung von Closures als Funktionsparameter gehen. Einfach, weil es da noch viele Besonderheiten gibt. Ja, also wir werden so auf diesem Ding aufbauen, denn wir können hier noch deutliche Optimierungen vornehmen. Da gibt es einige schöne Sachen in Swift und die gucken wir uns dann die nächsten Male ganz in Ruhe allmählich an. Ne? Also, in diesem Sinne erst einmal ganz herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen. Es macht jedes Mal sehr viel Spaß mit euch. Wenn es irgendetwas gibt, haut's einfach raus. Ich gucke mir das sehr gerne an und widme mich auch gerne euren Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ja, und solange es nichts anderes gibt, machen wir hier mit den Closures mal weiter. Gibt noch ein bisschen was zu erzählen. Kann jetzt gar nicht sagen, wie lange das noch gehen wird. Ein paar Lessons werden es schon noch. Ja, und deswegen, ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao.